Hier haben wir unsere Herz-Smileys, die gerne als Dekor genutzt werden. Daneben haben wir aber auch noch Nüsse, wie zum Beispiel Pistazien, Haselnuss bekannt oder klassischen Haselnüsse. Die Idee zu Shokri entstand vor knapp 3 Jahren, als ich ein Geburtstagsgeschenk für meine Freundin gesucht habe und damals dann eine Schokolade für sie kreiert habe mit ihren Lieblingszutaten, und die kamen dann so gut an, dass wir dann, mein Kollege und ich, dann uns entschlossen haben, das dann zu gründen. Indem wir das virtuell machen, haben wir natürlich den Vorteil, wir können uns eine relativ große Produktion aufbauen im Hintergrund und können dann auch Bestellungen zusammenfassen, um die dann schneller zu produzieren. Wenn wir jetzt einen Laden hätten, in schöner Lage, hier in Berlins Kudamm oder so, dann wäre das schwierig so zu handeln. Weil Berlin eine attraktive Wissenschaftsstadt ist und von daher junge, kreative, intelligente, smarte Leute anzieht. Und die sind letztendlich dann auch der Impulsgeber für Hightech-Ausgründung. Und deshalb würde ich sagen, dass Berlin im Vergleich zu anderen großen Städten in Deutschland, aber auch in Europa, glaube ich, zunehmend an Attraktivität gewinnt. Ja, also theoretisch müsste man. Kriegst du das hingesetzt? Das Upon looking, I really became aware that Berlin was sort of like a hub for creative and artistic opportunity. And I was lucky enough to get the chance to come work here at Six Wunderkinder, and it was really the perfect marriage of being a very creative role and also a life experience, in the sense that I could move away from home. So. In the long term, people will work on one platform in the internet. They will connect on that platform and work together. Students, private people, and consumers and business people. We try to create one platform for all these people.